Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Crossplay-Information. Ja, der ein oder andere hat es gesehen. Wir haben die Version 7.0.1.20 und wie wir das Ganze hier der Beschreibung entnehmen können, ist das eine Vorab-Version, bevor dann vermutlich die nächste oder eine der nächsten Versionen dann Richtung Mod wandern. Das wird dann die Version 7.0.2.0 aller Wahrscheinlichkeit sein. Davon gehe ich mal schwer aus. Ja, was haben wir hier in dieser Version neu? Der Code wurde nochmal ein bisschen aufgeräumt, optimiert. Dann einige Debug-Funktionen, die nicht mehr erforderlich sind oder nicht weiter gebraucht werden, sind deaktiviert worden. Und dann gab es halt nochmal einmal einen Fix mit einem Ballentyp in Kombination mit Autodrive. All diejenigen, die die Entwicklerversion von Crossplay nicht nutzen, die können sich dann jetzt die nächste Zeit sehr wahrscheinlich dann halt auf eine neue ModHub-Version freuen. Und bis dahin verabschiede ich mich wieder. Macht es hübsch. Ciao, ciao. Thank you.